Hallo ihr Lieben! So, heute geht's weiter. Heute dachte ich mir mal, habe ich Lust auf Funkel? Mal ein Straßbild. Runde Steine. Ich wünschte, es gäbe Straßbilder in eckigen Steinen. Aber okay, muss ich mitleben. Und ich hatte mir das mal bestellt, weil ich so gerne mal eins wirklich mit diesen Steinen gerne wollte. Drauf gekommen oder sozusagen angezeckt wurde ich quasi von diesem schönen Teil, das ist meine Stiftebox. Und es hatte so Spaß gemacht, diese Strasssteine zu kleben. Also ich musste auch Lust drauf haben auf Strasssteine, aber ja. Genau, das heißt immer mal, wenn ich da wirklich ja, Lust drauf habe, dann kram ich das hervor und dann setze ich mich da mal ran. Und heute hatte ich Lust auf das Strassbild und deswegen machen wir das mal zusammen ein bisschen. Und ich quatsche ein bisschen und erzähle ein bisschen, falls mir, ich weiß gar nicht, ob mir so viel heute einfällt, mal gucken. Und welches nehmen wir? Ich glaube, das ist mal rosa, ne? Nehmen wir blau. Ich weiß gar nicht. Rosa, oder? Ach nee, da hatte ich das. Letztes Mal hatte ich das weiße Schiffchen, weil ich ja da an Son Goku geklebt hatte. Der ein oder andere hatte danach in der Gruppe ja vielleicht mitbekommen, dass ich da etwas frustriert festgestellt habe, dass die Steine, mit denen wir geklebt haben, der 939, dass die 2 mm nur groß waren. So, und da wollte ich nämlich nochmal sagen, also ich lege meine Steine für gewöhnlich nicht auf den Zollstock oder an Filial. Das kam da. Oh, schaut mal. Das kam dadurch, dass ich, als ich das Bild wegräumen wollte, plötzlich sah, dass ein Feld nicht komplett gelegt war. Und da dachte ich noch so, hä? Habe ich irgendwie, während ich hier gequatscht habe, irgendwie nicht richtig geguckt und hatte den dann abgefummelt und wollte ihn richtig setzen. Und dann war das nächste halbe Feld da und dann dachte ich, was ist denn jetzt? Und dann hatte ich die aber natürlich nicht abgefummelt alle, sondern das so ein bisschen korrigiert und habe dann einfach mal aus meiner Schale die Steine auf den Zollstock gelegt und dabei ist es dann aufgefallen. Also ich habe das DPMH dann auch mitgeteilt und da hat sich dann halt herausgestellt, dass da vom Händler einfach mit der Charge was doof gelaufen war. Und ja, das hat sich alles geklärt und ich wollte einfach nur noch mal sagen, keine Angst, ich lege hier nicht dauernd Steine irgendwie an den ans Lineal, ganz pedantisch, wobei das könnte sogar passen zu mir, aber nein, mache ich für gewöhnlich nicht. Das war einfach, weil mir das echt ein bisschen komisch vorkam. Und jetzt heißt Son Goku liegt jetzt mal erstmal ein bisschen auf der Seite. An der Seite auch nochmal ganz lieben Dank an das DPMH-Team, dass sich da so schnell gekümmert und geguckt wurde, dass da eine Lösung gefunden wird, beziehungsweise wo das Problem liegt. Das hat sich alles wirklich sehr, sehr schnell geklärt. Und bin da sehr zufrieden mit gewesen, dass das quasi so ein leicht zu lösendes Problemchen war. Ja. Ja, heute haben wir Dienstag. Gestern hatte ich ja frei, weil hier ja der Feier in Berlin ist ja Frauentag ein Feiertag. Und da war ich schön bei meinen Eltern und gab es ganz. Ja, wir haben noch Gänsekeulen gegessen. Ist jetzt nicht so das üblichste Essen zu dieser Zeit, aber die waren halt noch im Gefrierfach und dann wegwerfen will man das ja dann auch nicht. Und ich hatte da eigentlich gar nicht so Appetit drauf, aber tja, als es dann fertig war, ja, war doch schon ziemlich. Ne? Ja, ein bisschen Weihnachtsfeeling, ne? Es ist interessant, wie man mit bestimmten Speisen, ja, was für Assoziationen damit hat, ne? Also
Für mich zum Beispiel verbinde ich so Garnelen oder so immer automatisch mit Knoblauch. Das heißt, irgendwie, wenn ich mal Nudeln mit Knoblauch oder so esse, habe ich irgendwie auch immer dieses Gefühl so, oh, da sind Garnelen mit drin, aber das ist nicht der Fall. Ja, das finde ich immer sehr spannend. Genau, und so dann auch Gänsekeule Weihnachten. Geht dem einen oder anderen ja vielleicht ähnlich. Ja. So, ich hoffe, meine Katze, also Foxy, macht jetzt hier nicht gleich allzu viel Rambazamba. Die ist nämlich, beziehungsweise hatte gerade ihre 5 Minuten und hat sich jetzt aber gerade hier in die Nähe gefläzt, kommt aber nicht auf den Tisch. Ich bin erstaunt, wie uninteressant sie das findet, während ich hier quatsche. Wahrscheinlich, weil ich quatsche. denn grundsätzlich, wenn ich eigentlich anfange zu reden, ja, zum Beispiel zu telefonieren oder ja, zum Beispiel, ich liege auf der Couch, fange an zu telefonieren mit meiner Mutter zum Beispiel und einer Freundin und Katze liegt hier ganz gechillt irgendwo und kaum mache ich den Mund auf, sieht man schon so, wie Bewegung in das kleine Tier kommt und so richtig so sich gestreckt wird und so. Oh. Ja, das ist halt schon nicht leicht, ne? So immer dieser Mensch, der da mit in der Wohnung ist, der dann anfängt, irgendwann mal auch mal Geräusche von sich zu geben. Ganz schlimm ist Musik hören und singen, das darf ich sowieso gar nicht. Mache ich tatsächlich auch fast nie zu Hause, weil sie dann auch anfängt zu quaken. So, und das ist nicht nur so irgendwie, ja, so nach dem zweiten, dritten Lied, sondern ja, ich mache Musik an, es läuft 2 Sekunden. Mach es aus, es ist doof. Naja. Gute ist, ich laufe ja immer zur Arbeit, also ist meine Musikzeit dann immer mein Fußweg meistens. Wobei jetzt, wo das Wetter ja schöner wird, da höre ich dann auch einfach mal gerne nur dem Zwitschern der, dem Zwitschern, dem Zwitschern der Vögel zu. Finde ich eigentlich auch immer ganz, ganz schön. Überhaupt freue ich mich jetzt schon total auf. Ja, wenn jetzt halt mehr Leben so wieder in die Natur kommt, quasi. Ich bin da ja immer, letztens habe ich einen Specht gehört und habe dann auch Ausschau gehalten, habe ihn auch ziemlich schnell entdeckt. Und ich halte für sowas auch dann gerne, unterbreche meinen Fußweg dann auch gerne mal ein paar Minuten und beobachte das einfach nur, weil ich das einfach total schön finde. Oder, weiß ich nicht, Spatzen, die sich gerade einen Sandbad nehmen oder irgendwas. Das ist einfach. Ja, also für mich ist das so total Lebensqualität, so eine Momente wahrzunehmen, zu entdecken und das dann auch mal zu genießen und auch wirklich mal ja, wahrzunehmen, wirklich, ne? Und nicht nur dran vorbeizulaufen. Ja, da freue ich mich auf jeden Fall. Letztens bin ich auch nach Hause gegangen und dann komme ich immer an so einer Kleingartensiedlung vorbei und dann schaue ich so auf den einen Busch und denke so, ach, guck mal. Ganz, ganz mini, mini kleine Triebe kamen da gerade. Finde ich schön. Finde ich wirklich, wirklich schön, wenn einem, wenn mir sowas auffällt. Und dann bin ich auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gespannt, wann es jetzt dann mal wärmer wird und auch bleibt. Also wir hatten ja jetzt vor kurzem erst so diese, wie viel Grad waren da eigentlich hier nochmal? Ich weiß gar nicht, um die 20 Grad war es ja fast, ne? Und ich finde es immer nicht so prickelnd, wenn die Temperaturen so krass schwanken, weil ich dann einfach auch immer sehr mit extremer Müdigkeit zu kämpfen habe. Oder auch Kopfschmerzen. Und von daher fände ich es schön, wenn das Wetter jetzt ein bisschen beständiger werden würde. Ja, ich glaube, die nächsten Tage soll es ja hier regnen. Aber na gut. Gestern war das so schön, ne? Aufgewacht. Und dann scheint die Sonne hier. Ich habe ein ganz großes Fenster. Und dann scheint die Sonne hier so schön rein. Dann ist das schon sehr. Also dann liege ich gerne einfach nur so da und gucke dann so schön in den blauen Himmel.
Das mag ich sehr gerne. Und Foxy sucht sich dann auch mal irgendwo, wo halt gerade die Sonne eben hinscheint, sucht sie sich ihr Plätzchen. Bin dann immer sehr erstaunt, wie schnell das Fell heiß wird. Also wenn im Sommer oder naja, wenn die Sonne scheint und ich ihr auf dem Balkon ihren Graskasten fertig gemacht habe. Und selbst wenn so im Sommer so wirklich richtig, richtig heiß ist, dann legt sie sich da in die knalle Sonne und dann bleibt sie da auch echt liegen. Also manchmal verscheuche ich sie dann, weil ich Angst habe, dass sie dann vielleicht einen Stich kriegt. Also hat sie eigentlich schon. Aber ihr wisst, was ich meine. Ja, und sie, das geht so ratzfatz. Also liegt in der Sonne und man verbrennt sich die Finger an dem lieben Kätzchen. Ja. Mir wäre das zu heiß. So, in die pralle Sonne. Ich bin sowieso nicht so der Sonnenanbeter, will ich mal sagen. Finde den Frühling immer sehr schön. So, wir sind ja auch immer in der Kindheit immer nach Norwegen im Urlaub gefahren. Und nein, Norwegen ist nicht nur kalt. Da gibt's auch, es gibt da auch warme Tage. Für mich das sowieso das schönste Land der Welt. Also, weil ich ja auch so viele Länder schon gesehen habe. Aber ja, das ist für mich einfach Heimatland, Jämmerland. Das ist einfach. Wenn ich könnte, würde ich dort leben. Ja. Aber so freue ich mich, wenn es dann irgendwann mal wieder in Urlaub geht. Eigentlich war das ja für letztes Jahr geplant. Ja. Das hat ja nicht so geklappt mit dem Verreisen. Das war, gestaltete sich ja etwas schwierig. Dieses Jahr haben wir es gar nicht erst geplant. Ich denke mal auch, ich weiß gar nicht, ob es gehen würde. Ich meine, quarantänetechnisch wäre das gar nicht so schlimm. So. Wir sind eh immer viele Wochen da. Also 3 bis 4 Wochen. Das heißt, man hätte sogar noch ein bisschen was davon. Aber gut, möchte man ja nur auch nicht. Ich meine, wenn man schon mal diese doch nicht so günstige Fährfahrt hat und dann auch noch erstmal da zu Hause hocken muss, das will man ja nicht. Man hat da so viel schöne Natur und naja, angeln gehen, wandern. Ach ja, ich vermisse es schon sehr. Ich bin gespannt, ob es vielleicht nächstes Jahr klappt oder übernächstes. Mal gucken. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr schön. Wo fahrt ihr denn so hin in den Urlaub? Oder habt ihr so bestimmte Ecken, was auch so quasi eure zweite Heimat so vom Herzen her ist? Oder ist vielleicht der ein oder andere ausgewandert in sein Lieblingsland? Das würde ich ja sehr spannend finden. Und da könnt ihr mir gerne mal berichten, falls ihr Lust habt. Ich finde das total mutig, wenn Menschen das sich trauen und auch umsetzen. Das ist wirklich, ich meine, es ist ja eine riesengroße Veränderung. Ne? Das ist ja nichts, was man einfach mal so, ach ja, ich packe meine 7 Sachen. Schupp, neues Land, neues Leben. Also, es gibt bestimmt Menschen, die das machen. Ich gehöre da nicht zu. Ich müsste, ich bin ja auch so also ein Planmensch, ich müsste das alles sehr durchdenken. Finanziell mal ganz außen vor gelassen dabei, ne? So, ich habe keine Lust mehr auf den Stift. Irgendwie liegt der heute nicht so. Ja, und um es nochmal zu sagen, der ist von der lieben Julia Oster. So, jetzt ist. Das weiß ich nämlich. Letztens ist mir ihr Vorname nicht eingefallen. Und ich hatte. Ich wollte nicht sagen, so, das ist von der Oster. Das klingt ein bisschen. Die Oster. Nein, nein, das fand ich nicht nett. Sie hat zwar gesagt, das hätte ich ruhig machen können, aber ich weiß nicht. Ich würde es auch nicht schlimm finden, wenn das jemand so machen würde, aber naja, nee, das klingt schon ein bisschen sehr seltsam. Ja, ich habe ja schon überlegt, ob ich noch einen Stift bei dir in Auftrag gebe, falls du guckst. Ich weiß nicht, was mit Glitzy oder so.
Welche Farbe wäre denn da nicht schlecht? Also ich habe jetzt was Blau, ich habe zwei blaue, einen gelben, einen lilanen. Würde ja fast was Rosanes noch fehlen, ne? Oder so richtig rot. Grün, ja. Mal sehen, auf jeden Fall. Der ist einfach. Der ist einfach toll, ja. Und ich merke gerade, ich habe mir nicht aufgeschrieben, wann ich angefangen habe. Aber das ist nicht so schlimm, weil ich habe ja die Zeit. Es wäre generell nicht schlimm, aber ich habe ja die Zeit. Jetzt hier vom Video. Und dann kann ich das dann nachher dann gucken, wenn ich euch wieder abschalte. Ja. Ich finde es auf jeden Fall total erstaunlich, wie schnell wir jetzt so nach. Ich meine, das ist jetzt das dritte Video. Und wie schnell das jetzt gegangen ist, dass ich angefangen habe, darüber so nachzudenken: so, oh, was könnte man denn auch so mal machen in den Videos, das. Davor hatte ich anfangs nämlich so ein bisschen Sorge, bevor ich das hier mich getraut habe, weil ich bin dann nicht so der kreativste Kopf. Und deswegen war das erst so eine Hemmschwelle, wo ich dachte, ah nee, so, oh, denn erwarten die Leute vielleicht auch, dass ich auch mal irgendwas Tolles mir, Specialiges mir ausdenke und dann fällt mir nichts ein. Und ja, dann habe ich mir zum Glück gedacht, so, naja, dann. Dafür gibt es genug andere YouTuber, die da kreativ sind. Die können das ja dann machen. Und jetzt merke ich, dass ich habe gestern ja mal wieder so ein bisschen auf Ali gestöbert. Bin auch fündig geworden. Hab da ja ein kleines, naja, Projekt, das ist ein bisschen viel gesagt. Hab da ein Bild bestellt, mit dem ich was machen möchte. Oh, auch hier dann, also, ja. Und dabei ein bisschen was zeigen mag. Und da war ich, dachte ich so, krass, guck mal, wie schnell das geht. So vorher gar keinen Gedanken mal irgendwie an, ach, naja, könnte man das im Video zeigen oder irgendwie so. Und jetzt stöber ich da gestern und denk so, ach ja, guck mal da und auch da, das mit als Unboxing so. Und oder auch mit Aufbewahr, also Zubehör. Da hatte ich gestern auch ein bisschen rumgestöbert und da kaufe ich eigentlich nicht viel außer sowas. Nicht? Drifte. Und da dachte ich dann tatsächlich so, ach, naja, auch die Box, vielleicht wäre das für den einen oder anderen interessant, so und da vielleicht. Und ja, da musste ich schmunzeln, dass wie schnell das jetzt doch ging, dass das so in den Kopf sich gepflanzt hat. Ne? Aber so ist es ja meistens mit Dingen, mit denen man sich beschäftigt. Ich hatte mir mal angefangen, eine Liste zu erstellen, so für Momente, so wenn es mir nicht gut geht, so ein bisschen depressiv und so, dann sieht man ja gerne nur das Negative. Und dann hatte ich einfach mal aufgeschrieben, alles, was mir einfiel, was ich voll schön finde. So. Und die könnte ich eigentlich auch mal wieder rauskramen, da ist ja mittlerweile bestimmt auch einiges noch dazu, das heißt bestimmt sicher noch einiges dazugekommen, sowas wie Diamond Painting, YouTube jetzt vielleicht sogar auch. Und was wollte ich jetzt sagen? Pardon. Achso, ja, und da ist es mir nämlich auch aufgefallen. Anfangs musste ich echt überlegen, so, ja, okay, klar, mit Foxy kuscheln, weiß ich nicht, der Duft von frisch gemähtem Rasen, also Gras und dann ging das zack, zack, zack. Ne? Dann war ich auf Arbeit und ah, guck mal, das findest du auch schön. Schnell aufgeschrieben irgendwo. Und das hat sich so richtig, richtig verselbstständigt. Und da sieht man, finde ich, dann auch wieder, wie schnell positive Gedanken sich auch verbreiten können oder ausbreiten können. Egal in welche Richtung. Ne? Also egal ob positive oder negative, da wo man den Fokus drauf lenkt. Genau das vermehrt sich ja dann auch gerne. Und ich bin ja gerne so. Ups, jetzt wackelt die, glaube ich, ein bisschen. Ich bin ja auch eher so der Typ, denn gerne mal der eher ein bisschen negativer denkt oder traurig ist. Aber das Schöne, wobei so schön finde ich das jetzt nicht, aber
es hat auch seine positiven und negativen Seiten, dass das bei mir auch wirklich schnell wechseln kann. Also heute war eher so ein Tag und ich hatte immer auch noch gedacht, mache ich das überhaupt jetzt, das Video? Und eigentlich fühle ich mich da ja nicht so nach. Und dann hatte ich aber eben ziemlich lang mit meiner langjährigen Freundin telefoniert. 20 Jahre kennen wir uns dieses Jahr. Ja, falls du guckst. Hallo. ja, wir haben unser 20-Jähriges und finde es ein bisschen doof, dass Corona da jetzt da so ein bisschen das stört, aber wir haben ja noch das ganze Jahr Zeit. An die Mamas hier mal und Papas, die Kinder haben. wann beginnt denn in der Regel, wenn wir nicht Corona haben, das neue Schuljahr nach den Winterferien? Ich weiß ja, nicht jedes Bundesland hat Winterferien. Also falls hier der ein oder andere Berliner zuguckt, ich weiß, das ist ja nicht immer das gleiche Datum, aber die Entschuldige. Der Monat ist ja etwa gleich. Und das könnt ihr mir sehr gerne mal in die Kommentare schreiben. Weil ich glaube, dass das ist doch, glaube ich, so Februar, März rum. Ne? Das heißt, ja, 20 Jahre. Jetzt. Im März, glaube ich. Wenn es, war das März? Ich weiß es nicht. Es ist zu lange her. 20 Jahre ist schon eine schöne, wirklich, wirklich schöne lange Zeit, ja. Und da hatten wir eben ein längeres Telefonat und jetzt habe ich mich danach dann so weit gut gefühlt, dass ich dachte so, ja, machen wir noch ein bisschen jetzt am Straßbild, bevor ich dann, weiß ich noch gar nicht, ob ich noch ein bisschen zocke oder ob ich ein bisschen Fernsehen gucke vielleicht. Mal schauen. Vielleicht Grimm weitergucken. Kennt das einer von euch? Grimm? Oh, ich habe das so gemocht. Ich fand das so schön. Ich finde es so schade, dass das vorbei ist. Aber wozu gibt es denn DVDs, Blu-rays und Streamingdienste, ne? Wobei so die gute alte Videothek, ne, das vermisse ich schon ein bisschen. Ich fand das immer toll, in die Videothek zu gehen und da ein bisschen zu stöbern, sich den Film dann. Das sind so Sachen, das finde ich schade, wenn das durch Netflix oder durch Streamingdienste an sich, wenn das dadurch so wenn das dadurch verdrängt wird. Das ist schon schade. Ich glaube, es gibt, ich weiß gar nicht, bei mir hier in der Nähe. Nee, müsste schon, glaube ich, zwei Stationen oder drei Stationen S-Bahn fahren, Und ich glaube, da ist dann noch eine etwas größere in der Nähe. Wobei, ob die jetzt noch besteht, jetzt nach dem ganzen Kram, ist ja auch die Frage. So, da habe ich jetzt keine Lust mehr drauf auf die Farbe. Will mal ein bisschen hier in der Ecke so bleiben. Geh auf. Wieder zu fest reingeschoben. Ja, nee, genau. Und da. Ja, vielleicht gucke ich ein bisschen Grimm. Die kenne ich ja eigentlich schon, die Serie, aber. Aber ist schon eine Weile her, dass ich das geguckt habe und von daher kann man das doch durchaus mal wieder machen. Weil früher habe ich dann mal einen Film oder eine Serie gesehen und dann hatte ich das auch im Kopf und dann. Weil ich das auch wirklich Jahre immer noch mich erinnert. Nee, jetzt gucke ich eine Folge oder so, dann kann ich mir eigentlich, weiß ich nicht, einen Monat später schon wieder angucken und weiß nicht mehr so hundertprozentig, was da war. Ja, das ist ja, manchmal ein bisschen nervig in anderen Bereichen, aber naja, was soll's, ne? So vielleicht reicht deine. Ja. So ein komplettes Bild mit ABs, das würde ich ja auch interessant finden. Aber müsste man dann selber machen, denke ich. Ist jetzt auch gut, die Steine einfach nur anzugucken und rauszufummeln, aber gar nicht zu wissen, welche ich brauche. So, ich brauche das. Ich sage dazu Zelt. Das ist das Dreieck. Ja, manch einer mag bestimmt mein Tütensystem.
Hier ist keine Ordnung. Mein Tütensystem ein bisschen unpraktisch finden. Meistens, wenn ich es jetzt nicht filme, lege ich mir das auch ein bisschen besser ausgebreitet auf den Tisch hin. Aber, die kann ich auch nehmen. Das, hätte ich machen können, aber manchmal finde ich das Wühlen auch nicht so schlimm, weil ich dann einfach mir die Farben dabei angucke. Ich habe ja angestiftet von der Toa Fea, habe ich mir Harzsteine bestellt und hoffe, dass die ganz schnell und ganz bald kommen. Wobei, ganz schnell ist dann wahrscheinlich. Die lassen sich ja leider gehen. Das ist das Einzige, was ich an Ali so. Ah, dieses Warten. Nein. Aber okay. Muss man mitleben, ne? Genau, da habe ich Harzsteine bestellt. Und auf die freue ich mich jetzt schon total. Ja, vor allem, weil, nachdem ich sie dann bestellt hatte, dachte ich so, sehr intelligent, weil ich hasse es. Ich hasse dieses Tüten aufschneiden und das alles umzuwühlen. Und jetzt darf ich das dann mit 890 Tüten machen. Ja. Das war gut durchdacht. Ja, mein Krakengehen hat einfach wieder von alleine gehandelt. Ja, nicht schlimm. Ich freue mich schon, wenn ich die auch auspacken kann und dann werde ich hier bestimmt auch so, oh, knister, knister, bunt. Sehen, ob dann auch alles bei ist. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Apropos Harz, ich habe heute einen Händler angeschrieben, ob der Harzsteine auch wirklich benutzt. An der Stelle nochmal danke an die liebe Pichu, die mich überhaupt erst auf die Idee gebracht hat, vielleicht mal nachzufragen. So, ich bestelle immer und denke dann, ja, das ist schon Harz. Mittlerweile weiß ich, dass das meistens ja doch Acryl ist. Und sie meinte so, ja, frag doch vorher nach, bevor ich nämlich diese Steine jetzt bestellt hatte, ob das auch wirklich Harzsteine sind. Und dann dachte ich mir, ja, das kann ich ja eigentlich generell machen, ne? Also ja, und das habe ich dann bei einem Shop, wo er den mich gern bestellen wollte, gemacht. Und der hat Acrylsteine. Und wobei ich den vielleicht trotzdem mal ausprobieren werde. Ich weiß nicht, vielleicht kennt einer von euch den Shop Fulkang, heißt der, glaube ich. Falls ja, und falls da jemand von euch schon mal bestellt hat und Erfahrung mitgemacht hat, gerne einmal mir schreiben, wie ihr damit zufrieden wart. Also die Kommunikation mit dem Händler war etwas schwierig. Meistens klappt das ganz gut immer mit diesem Google Translate. Bei dem jetzt nicht so. Aber gut, ich meine, im Zweifelsfall bestelle ich da mal was. Mal schauen. Auch, obwohl es Acryl ist. Aber es gibt ja auch schöne Acrylsteine, ne? Also mein rosaner Tiger ist ja schon auch, der schimmert ja schon auch ziemlich schön und ist auch recht gleichmäßig bisher. Naja, so ist das. Habe ich die schon fertig? Tatsächlich. Fast. Seht ihr mich noch? Ja, ihr seht mich noch. Genau, wo wollte ich drauf hinaus? Genau, und dann habe ich ein bisschen rumgestöbert und da, wo ich diesen Stift, ne, das war der. Moment, das war der. Der nicht rauskommen will. Der hier, ne? Mit dem doppelten Aufsatz und dem dreifachen. In dem Shop, wo ich den bestellt habe, da habe ich angefragt und die haben gesagt, sie haben auch 100% Harzsteine. Und das wollte ich jetzt natürlich direkt mal überprüfen und habe da auch ein echt schönes Bild gefunden, was ich vom Motiv her gerne schon länger auch mal haben wollte, so in die Richtung. Und dann konnte ich mich auch nicht beherrschen und habe mir noch eins bei Evermoment bestellt. Und da muss ich sagen, da war ich wieder, also ist jetzt mein zweites Bild von Evermoment, das andere ist ja noch unterwegs. Ich hatte ja gehofft, dass es vielleicht heute kommt. Aber es hängt immer noch in Belgien, zumindest laut Sendungsverfolgung. Und da
Genau, da habe ich mir dann gedacht, so, ich weiß die Größe nicht und was macht denn der Shop, wenn ich jetzt schreibe, hier so das Bild und das Bild gefällt mir von euch. Ich weiß aber nicht, welche Größe da toll wäre, könnt ihr mir das sagen? So, und dann hat Evermoment mir, wie bei einem personalisierten Bild, hat es mir, beziehungsweise ich habe auch direkt um eine Vorschau gebeten, und dann hat mir Evermoment tatsächlich von zwei Bildern, die ich dann da genannt hatte, davon die Vorschau geschickt. Und einmal in einer etwas kleineren Größe und einmal eine Größe größer. Und das fand ich wirklich top. Das sah beides ganz toll aus. Und eins davon habe ich jetzt genommen. Das ist jetzt bestellt und das ist so süß. So süß. Finde ich. Ja. Der ein oder andere Liebhaber eines solchen Motivs wird bestimmt auch angetan sein. Ich habe schon in der Gruppe mitgekriegt, dass es da Leute gibt, die dieses Motiv, ich werde nichts verraten, sehr gern haben und oder diese Art des Motivs. Und da bin ich dann mal gespannt. Ich freue mich sowieso schon, Evermoment diese oder nächste Woche hoffentlich auszupacken. Ist ja mein erstes. Und da bin ich sowieso schon total so, das sieht in anderen Videos immer so toll aus. Und dann wird hier eine Quietschparade wahrscheinlich stattfinden. Weil genauso wie ich total sein kann, kann ich ja auch total. Und ja, das dürft ihr dann live erleben. Ich lasse euch dann an meiner kindlichen Freude teilhaben. Kindlich, ja? Nicht kindisch. Ich will es betonen. Ja. Genau, und dann habe ich noch eins bei Home von heute bestellt. Genau, wo ich dann ja was mit vorhabe. Ja, und da sind jetzt... Diese Steine sind gemein. Die bleiben hier einfach vorne ein bisschen stecken. Aber das ist ja nicht schlimm. Böse Steine. Aber rund ist ja nicht so meins, ne? Also nicht, dieses Bild, was ich ja heute bestellt habe, musste ich aus einem bestimmten Grund in rund bestellen. Und das bin ich mal gespannt. Das wird für mich eine Herausforderung, das dann durchzuziehen. Aber das werde ich auf jeden Fall machen, weil da freue ich mich nämlich auch drauf. Das ist jetzt nichts ultra Besonderes oder irgendwie so, aber ich habe da Lust drauf und genau, da werde ich dann mal, bin ich mal gespannt, wie das dann wird. Ja, das sind auch interessante Steine, ne? Die glitzern gar nicht, sondern die haben oben so ein, seht ihr jetzt? So ein, ja, die sind so silbern oben drauf. Ja. Genau. Das ist also, blink, blink. Ja, bei euch sieht das bei euch schwarz aus? Mhm. So ein bisschen, ne? Ich weiß gar nicht. Silber. Ja. Den Shop, dessen Namen ich jetzt natürlich vergessen habe, wo das Stressbild her ist, muss ich nochmal nachschauen, werde ich unten, das könnte ich ja eigentlich unten verlinken, ne? Das könnte ich ja mal raussuchen. Das ist der einzige Shop, den ich kenne. Den hatte Janine mal gezeigt. Und da hatte ich mir dann dieses Bild bestellt. Ich kann es euch hier gleich auch nochmal komplett zeigen. Und da dachte ich, genau, weil wenn ich dann mal dachte, so ein Strassbild, dann soll das halt auch wirklich ein komplettes sein. So nicht. Also ich bin gar kein Fan von Teilbildern. Das mag ich überhaupt nicht. Das ist, ja, also einfach mag ich nicht. Also wenn, dann möchte ich wirklich, dass alles mit Steinchen beklebt ist. Apropos beklebt, ist das hier gerade richtig? Ja. genau, und deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass es in diesem Shop wirklich, also dass man sich da jedes Bild mit Strassstein machen kann. Wobei ich glaube, dass das mein einziges Strassbild bleiben wird. Es sei denn, ja, mal gucken. Ich lasse mich mal überraschen. Ich finde das ganz schön, aber ob das jetzt so
so als Dauersache was ist. Nur mal gucken. Mal gucken. Wer weiß, wenn es fast fertig ist. Also ich bin sowieso gespannt, wie es rauskommt, weil mit dem Strass, es hat halt nur 19 Farben. Map. Da war ich so, oh nein, nur 19 Farben. Jetzt weiß ich nicht, wie das bei Strass ist, wie viel es da überhaupt generell gibt. Deswegen bin ich sowieso mal sehr gespannt, wie das Motiv hier am Ende überhaupt mit den Strasssteinen denn zu erkennen ist. Das bin ich mich sehr neugierig drauf. Ich habe auch ein bisschen Angst, dass es nicht so rauskommt. Aber das wird man ja dann sehen, wenn es dann irgendwann mal weiter wächst. Ja. Ich habe mir auch überlegt, so, damit könnte ich dann eigentlich auch so ein bisschen zum Ende kommen. Ich hatte mir überlegt für das nächste Video, dass ich euch mal frage, worauf, also ich wollte euch drei Bilder sagen, an denen ich kleben würde, wollen würde. Und ihr könnt aussuchen, an welchem. Also ich sag jetzt, also ihr müsst ja nicht schreiben 1, 2 oder 3, sondern einfach den Namen des Bildes. Das wäre einmal Maus oder Fuchs oder Panda. Genau. Ich werde dazu in der Gruppe nochmal einen Post machen, wo ich die Motive dann auch nochmal reinstelle, wer sich da überraschen lassen will oder das jetzt unabhängig davon schon für sich weiß, der kann das hier gerne auch gleich direkt runterschreiben, wie ihr möchtet. So, aber wer gerne wissen möchte, was das dann ist, der kann mir das dann sehr gerne dort dann auch schreiben. Ja, und passenderweise ist die Farbe jetzt auch gerade fertig. Das heißt, an der Stelle mache ich für heute Schluss. Ich freue mich total über das alles hier. Ich finde das total schön, euch voll zu quatschen. Und ich freue mich auch schon total, wenn ich mein erstes Unboxing machen kann. Da freue ich mich schon total drauf und deswegen bin ich ja auch so total, kommt endlich an. Also zwei sind ja gerade unterwegs, die jetzt bald ankommen. Evermoment und von Dispaint. Beides personalisierte Bilder und da freue ich mich schon drauf. Da freue ich mich schon total drauf. Da habe ich richtig, richtig, richtig Bock drauf. Und du auch so. Ja, genau. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen restlichen Tag oder noch einen vor euch liegenden, je nachdem, wann ihr halt guckt. Und wir sehen uns dann bald. Macht's gut. Tschüss.